So, hey zusammen, hier ist wieder der Weezent und heute gibt es wieder ein paar Terraria-News. Nämlich geht es um Neuigkeiten zur Version 1.3.6 für den PC. Für Version 1.3.6 von Terraria wurden sehr viele neue Sachen angekündigt und die werden wir uns heute alle mal anschauen. Ganz am Anfang mal vorweg, man weiß jetzt noch nicht, wann Version 1.3.6 rauskommen wird, also das ist noch nicht bekannt. Und Version 1.3.6 wird dann irgendwann auch für die Konsolen und Handys verfügbar sein, sobald bei Handy und Konsolen die vorherigen Versionen halt auch alle draußen sind. Als erstes sehen wir uns mal dieses Video an, was die Entwickler von Terraria uns gezeigt haben. Und hier gibt es ein paar neue Sachen, nämlich als erstes mal dieses Cowboy-Kostüm, was derjenige hat. Also soweit ich das gesehen habe, gibt es so ein Cowboy-Kostüm noch nicht in Terraria, also das wird auf jeden Fall mal in Version 1.3.6 dazukommen. Und vielleicht kommt auch dieses Outfit bekannt vor, weil es von einem Charakter von Overwatch inspiriert worden ist. Weil in Overwatch gibt es den Charakter McCree, der ist so ein Cowboy-Typ, und ich glaube, dass dieses Kostüm eine Anspielung auf diesen Charakter ist. Zusätzlich können wir auch sehen, dass der Revolver verändert wurde in Terraria. Normalerweise sieht der Revolver so aus, aber in 1.3.6 wird der Revolver dann so aussehen. Zwar nur eine kleine Änderung, aber sieht in 1.3.6 ein bisschen cooler aus. Und wenn derjenige durch das Gras durchgeht, dann kann man sehen, wie sich das Gras ein bisschen bewegt. Das ist auch eine Neuigkeit, die dazukommen wird. Ich meine, ich habe in vorherigen Terraria News schon mal erwähnt, dass sich die Bäume und die Gräser bewegen durch den Wind und dass auch Blätter herumfallen und so etwas. Das kommt auch dazu in 1.3.6, das habe ich schon mal erwähnt. Aber eben, dass sich das Gras bewegt, wenn man durchgeht, ist auch nochmal was Neues. Das war jetzt so eine Kleinigkeit, die dazu kommen ist. Es kommen noch viel größere Sachen dazu. Und dann kommt noch eine andere Sache dazu, die ziemlich interessant ist, nämlich Blöcke vertauschen. Ihr kennt das ja, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Holzart mit der anderen Holzart austauschen wollt, dann müsst ihr immer das alte Holz zuerst abbauen und danach das neue Holz hinbauen oder so etwas. Und in Terraria 1.3.6 wird es dann so sein, dass man die Blöcke einfach so austauschen kann. Richtig cool eigentlich. Damit kann man halt voll schnell zum Beispiel die Holzart von eurem Haus ändern oder wenn ihr irgendwo in der Erde so komische Lehmblöcke drin habt, die ihr weghaben wollt, dann könnt ihr die ganz einfach austauschen mit einfach Erdblöcken oder so etwas. Und es ist einfach viel schneller und viel praktischer, als die Blöcke zu abbauen und danach wieder neu hinzubauen. Aber da gibt es ein paar Regeln dazu, wie das Ganze funktioniert. Nämlich könnt ihr jetzt keine Blöcke abbauen, die ihr eigentlich nicht abbauen könnt. Also wenn ihr zum Beispiel Dämonitenerz abbauen wollt oder so, dann braucht ihr eine Goldspitzhacke. Deswegen könnt ihr Dämonitenerz jetzt nicht mit etwas austauschen, wo ihr die Spitzhacke noch nicht dazu habt. Also ihr braucht jetzt zum Beispiel mindestens eine goldene Spitzhacke im Inventar drin und danach könnt ihr erst das Dämonitenerz austauschen. Und das gilt halt für alle Spitzhackenstärken und für alle Blöcke halt. Also könnt ihr es nicht irgendwie cheaten, dass ihr irgendeinen Block austauschen könnt, den ihr eigentlich noch nicht abbauen könnt. Bindet ihr einfach die Spitzhacke irgendwo im Inventar und dann könnt ihr einfach diesen Block austauschen. Und es wird einfach die stärkste Spitzhacke, die ihr im Inventar habt, gewählt. Das heißt, wenn ihr die stärkste Spitzhacke im ganzen Spiel habt, dann könnt ihr einfach alles austauschen. Aber ihr müsst halt diese Spitzhacke dann im Inventar drin haben. Also nicht in der Kiste, sondern im Inventar dabei. Und den Block auszutauschen dauert gleich lang, als wenn ihr es mit einer Spitzhacke abbaut. Denn wenn ihr eine schwächere Spitzhacke habt, dann dauert es ja länger, um Blöcke abzubauen. Und deswegen dauert es auch länger, um die Blöcke auszutauschen. Und eben, wenn ihr einen Block austauscht, dann bekommt ihr natürlich den Block, den ihr ausgetauscht habt, wieder zurück ins Inventar. Und eben richtig cool ist das Ganze eben, dass man auch Blöcke austauschen kann, wo eigentlich eine Kiste drauf liegt. Weil normalerweise ist es so, dass man den Block nicht abbauen kann, wenn eine Kiste drauf liegt. Aber den Block kann man austauschen, wenn eine Kiste drauf liegt. Das ist richtig praktisch, weil sonst müsste man die ganze Kiste eben erst wegtun, alle Sachen aus der Kiste raustun, in eine andere Kiste reintun, danach die Blöcke austauschen und danach wieder alle Blöcke in die Kiste reintun. Aber so kann man die Blöcke einfach austauschen, obwohl eine Kiste drauf liegt. Dann, wenn ihr einen Block gehämmert habt, also mit dem Hammer kann man die Blöcke ein bisschen bearbeiten, und wenn ihr den Block dann austauscht, den ihr gehämmert habt zuvor, dann bekommt der neue Block, den ihr ausgetauscht habt, auch die gleiche gehämmerte Form. Also das bleibt immer noch erhalten, was auch ziemlich cool ist. Und wenn ihr einen Block mit einem Aktuator ein- und ausschaltet, dann bleibt diese Zustand auch erhalten, wenn ihr die Blöcke austauscht. Oder wenn ihr irgendeine Fackel an einen Block hängt und den Block dann austauscht, dann bleibt die Fackel auch noch drauf. Und jetzt kommt das Coolste von allen, man kann auch volle Kisten austauschen. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Kiste habt und ihr einfach die Kiste austauschen wollt, obwohl da ein Haufen Sachen drin sind, dann könnt ihr einfach die Kiste austauschen, ohne dass die ganzen Sachen zuerst aus der Kiste raustun müsst. Also das ist richtig, richtig praktisch, weil unser Terraria-Let's Play gesehen hat, dass wir das damals sehr dringend gebraucht hätten, aber damals gab es doch noch nichts. Aber in Terraria 1.3.6 wird das dann endlich gehen. Und diese Sache ist einfach eine Sache, die in Terraria einfach gefehlt hat bis jetzt und die einfach richtig praktisch sein wird. Okay, dann kommen wir zur nächsten Sache, nämlich diese hier. Und da haben die Terraria-Fans so richtig gerätselt, was soll das jetzt darstellen? Was passiert da jetzt eigentlich? Und ja, also wie man sehen kann, wenn der Spieler zu den Blöcken hingeht oder zu den Items hingeht, die am Boden liegen, dann schweben die irgendwie in die Luft drauf und wir wissen nicht ganz genau, was da passiert und warum das so ist. Und ich habe jetzt ein paar Ideen, was das vielleicht sein könnte. Nämlich könnte es sein, dass wenn man ein volles Inventar hat, dass man, wenn man da drüber läuft, dass einfach die ganzen Items dann in die Luft drauf fliegen oder so, weil man sie ja nicht aufheben kann. Oder es könnte auch sein, dass es einen bestimmten Filter gibt, dass man bestimmte Items nicht aufheben kann. Wie zum Beispiel eben in diesem Video kann man ja sehen, dass da Eicheln am Boden liegen und viele Leute werfen die Eicheln dann weg, wenn sie sie aufgehoben haben, weil sie sie einfach nicht brauchen. Und da könnte es vielleicht sein, dass es einen Filter gibt, dass man auswählen kann, ja, ich möchte jetzt keine Eicheln aufheben und dass jedes Mal, wenn man dann über eine Eichel drüber läuft,
dass die dann in die Luft geflogen wird oder so etwas. Also, dass man da einstellen kann, welche Sachen man aufheben will und welche Sachen man nicht aufheben will. Damit man nicht so immer so ein volles Inventar hat und so. Oder es könnte auch sein, dass es ein ausrüstbares Item ist, was die ganze Sache dann einfach so in die Luft drauf fliegt oder so. So etwas wie ein Antimagnet oder so etwas. Also ein Magnet, der das einfach die Sachen abstößt oder so, anstatt sie anzuziehen. Das wäre auch cool. Oder dass, wenn die Items in die Luft drauf fliegen, dass man vielleicht aussuchen kann, welche Items man aufheben will. Also ihr versteht, ihr kennt das ja, wenn ziemlich viele Items auf einem Platz da liegen. Vielleicht ist es dann so, dass man, wenn man da rüber geht, dass die ganzen Items in die Luft drauf fliegen und dass man dann aussuchen kann, welche Items man auswählen will oder was nicht. Das könnte auch vielleicht sein. Oder vielleicht ist es sogar ein Debuff oder so ein Effekt, den die Gegner euch geben. Nämlich, dass ihr vielleicht von der Gene getroffen werdet und dann könnt ihr keine Items mehr aufheben oder so etwas. Das wäre auf jeden Fall auch ziemlich interessant, wenn das so wäre. Weil es würde das Spiel dann auch ein bisschen schwieriger machen teilweise. Das sind so ein paar Ideen, man weiß jetzt nicht ganz genau, was es damit auf sich hat und ja. Ihr könnt auch mal gerne eure Vorschläge in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, was das jetzt ganz genau sein soll. Dann als nächstes wurde eine neue Waffe vorgestellt, nämlich diese hier. Oh mein Gott, die sieht mega heftig aus, also seht euch das mal an, wie heftig diese Waffe ist. Das ist einfach unglaublich, Alter. Das sieht ein bisschen aus wie das Miaumeer oder wie das SMDG, also so eine Mischung aus den beiden. Und auch mit so Feuerwerksdingen dazu, wow, das sieht einfach mega cool aus. Und mir ist egal, wie viel Schaden diese Waffe macht. Die sieht einfach so mega cool aus, die wird einfach durchgehend verwenden, egal wie viel Schaden die macht. Aber wir wissen jetzt auch nicht, wie viel Schaden sie macht, aber wir können sehen, dass diese Waffe zur Solar Eclipse, also zur Sonnenfinsternis, ausgeführt worden ist. Also die Gegner halt sind von der Sonnenfinsternis und wir können weiter oben sehen, dass die Sonne halt so verdeckt ist durch den Mond, also dass es eine Sonnenfinsternis. Und dass die Gegner von dieser Sonnenfinsternis ziemlich schnell erledigt werden von dieser Waffe. Und da können wir davon ausgehen, dass diese Waffe ziemlich stark ist, wenn sie einfach die Gegner von der Sonnenfinsternis so leicht erledigen kann. Also nicht nur sieht diese Waffe cool aus, sondern sie wird auch noch ziemlich stark werden, wie es aussieht. Als nächstes kommen wir zu diesem Bild hier. Das hat das Terraria-Team zu St. Patrick's Day ausgegeben. Also St. Patrick's Day ist so ein Feiertag, den feiert man bei uns jetzt nicht so. Aber in USA oder so feiert man den ziemlich. Und dort haben sie dieses Bild hier gepostet. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Grasblöcke hier, diese, mit denen das Kleeblatt halt gemacht worden ist, ob wir die eigentlich schon haben mit Terraria. Also ich habe sie jetzt nicht gefunden, aber vielleicht gibt es sie schon oder vielleicht gibt es einen Weg, wie man die machen kann. Aber ich sage, was ich ziemlich interessant finde, ist, dass man dort hinten im Hintergrund sehen kann, dass viele Gläser in einem Regal drin stehen. Und bei den Gläsern sind da auch nicht nur ganz normale Gläser, sondern auch irgendwie Tränke dabei. Und ich habe jetzt keinen Weg gefunden, wie man Tränke in Terraria platzieren kann. Also vielleicht kann man in Terraria 1.3.6 dann irgendwie Tränke auch irgendwo platzieren. Ich meine, man kann jetzt ab und zu sehen in Terraria, zum Beispiel eben im Verlies drinnen, dass dort ein paar Tränke platziert sind, die kann man dann abbauen. Aber dass man selber Tränke platzieren kann, habe ich noch nicht gesehen, dass das geht. Und vielleicht geht das dann auch in Version 1.3.6. Dann als nächstes kommen wir irgendwie zum Valentinstagsbild. Also das hat das Terraria-Team zu Valentinstag gepostet. Und da kann man auf jeden Fall ein süßes Bild sehen von der Mechanikerin und dem Goblin, die zusammen Händchen halten. Ja, die halten echt Händchen, also in Terraria geht es doch gar nicht, dass NPCs miteinander Händchen halten können. Vielleicht geht es ja in Version 1.3.6. Es kann auch sein, dass sie das Bild nur so manipuliert haben, damit es so aussieht, als würden sie Händchen halten, aber vielleicht geht es dann irgendwann wirklich in Terraria 1.3.6 als eigene Funktion, dass es so funktioniert. Dann die nächste Sache, die jetzt noch nicht bestätigt wurde, aber eine Entwicklerin von Terraria hat mal nachgefragt, welche neue Gritter wir hinzufügen wollen. Also wenn ich weiß, was Gritter sind diese kleinen Käfer oder diese kleinen Würmer, die halt irgendwo, die irgendwie am Boden rumgehen und die man mit einem Fischernetz einfangen kann. Und da hat sie mal rumgefragt, welche neue Gritter wir haben wollen, also welche neue Käfer wir haben wollen. Und ja, wie es aussieht, würden in Terraria 1.3.6 neue Käfer hinzugefügt werden. Also wir wissen noch nicht welche, aber eben, weil sie da nachgefragt hat, heißt es vermutlich, dass da neue hinzugefügt werden. Dann noch so eine ähnliche Sache, nämlich hat die Garen-Entwicklerin nochmal das hier gepostet, nämlich dass sie gerade neue Musik von Terraria Version 1.3.6 gehört hat. Also in Terraria 1.3.6 wird auch neue Musik hinzukommen. Das klingt jetzt vielleicht nicht besonders, aber ihr müsst auch bedenken, wann kommt eigentlich neue Musik in Terraria hinzu? Neue Musik gibt es entweder bei Biomen, wo es doch keine eigene Musik gibt. Neue Musik gibt es, wenn neue Biome hinzukommen. Neue Musik gibt es, wenn neue Events dazukommen. Und neue Musik gibt es, wenn neue Bosse hinzukommen. Also ja, also wenn neue Musik hinzukommt, kann es vielleicht auch sein, dass ein neuer Boss hinzukommt oder neue Events oder ein neues Biom oder so etwas. Also das wird auf jeden Fall ziemlich interessant und ich freue mich schon drauf, was das jetzt ganz genau heißen soll. Und ja, also das ist irgendwie das wirklich Interessante daran, dass neue Musik hinzukommt. Und als nächstes kommt die Sternenkanone. Also zurzeit sieht die Sternenkanone in Terraria so aus. Also sie feuert halt ab und zu die Sterne raus. Und die Entwickler von Terraria haben auf Instagram dieses Video gepostet. Nämlich wie die Sternenkanone in Terraria 1.3.6 aussehen wird. Nämlich so.
Okay, das sieht auf jeden Fall richtig heftig aus und richtig cool. Also wenn man das vergleicht mit, wie das normal was aussieht und wie das in 1.3.6 aussehen wird, das ist auf jeden Fall richtig cool, wie das aussehen wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, dass die Sternenkanone dann so cool aussehen wird. Und zum Schluss noch etwas kleines Witziges. Nämlich gibt es ja in Terraria ja Toiletten, was man machen kann. Und bis jetzt kann man mit den Toiletten noch nichts Besonderes machen. Aber wie es aussieht, wird man das in 1.3.6 machen können. Also das ist auf jeden Fall ein bisschen realistischer, damit wird das Spiel auf jeden Fall ziemlich realistisch. Es sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus und das ist einfach nur eine Kleinigkeit, die dazu kommen wird und das Spiel ein bisschen lustiger machen wird. Also ja, das sind ein paar Neuigkeiten, die in Terraria 1.3.6 dazukommen werden. Ich habe in längerer Zeit keine Videos mehr gemacht, jetzt musste ich ein paar News halt nachholen. Also die paar Sachen sind schon ein bisschen länger draußen, aber ich musste halt die diesem Video nachholen, weil ich eben gesagt habe, dass ich euch immer auf den neuesten Stand halte und das versuche ich jetzt auch damit. Auf jeden Fall bin ich schon ziemlich gespannt, was in Terraria 1.3.6 alles dazukommen wird. Das ist nicht alles, was dazukommen wird in 1.3.6. Ich habe vorher schon mal ein paar Videos gemacht, da habe ich eine eigene Playlist gemacht mit News von 1.3.6. Da könnt ihr mal nachgucken, was bis jetzt alles bestätigt wurde, dass dazu kommen wird, und es wird auch viele neue andere Sachen dazu kommen, die man jetzt noch nicht weiß. Also wir können auf jeden Fall gespannt bleiben. Wahrscheinlich wird 1.3.6 von Update sein, wo halt ein paar Sachen verbessert werden und halt so Kleinigkeiten abgedatet werden, aber das Terraria-Team hat früher mal gesagt, dass 1.3.6 und 1.3.5 nur so Zwischenupdates sind und dann in 1.3.7 oder 1.4 werden dann so richtig größere neue Änderungen zukommen. Und eben, sie müssen halt zuerst 1.3.5 und 1.3.6 machen, damit Terraria bereit ist für die nächsten großen Änderungen wie neue Bosse oder so etwas. Also ja, da können wir auf jeden Fall ziemlich gespannt sein. Aber ihr könnt auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu den Neuigkeiten in 1.3.6 denkt. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und dann hätte ich generell nochmal eine Frage an euch. Also jetzt nichts von den News, sondern generell. Ich plane gerade ein neues Terraria-Projekt zu machen oder vielleicht Terraria-Tremor-Mod weiterzumachen. Und wollte ich euch kurz mal fragen, was ihr dazu denkt. Wollt ihr, dass wir das Terraria-Tremor-Mod-Let's Play weitermachen oder dass wir ein neues Let's Play machen oder mit anderen Mods oder so etwas? Also schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare oder klickt jetzt rechts oben auf das i im Video. Da ist so eine Umfrage drin, da könnt ihr draufklicken und mal abstimmen, was ihr denkt, was ich als nächstes auf dem Kanal bringen soll. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr kurz mal den Gefällt mir-Knopf drücken würdet. Würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Dann könnt ihr hier auch noch andere Videos ansehen. Aber auf jeden Fall war es dann mit dem Video. Danke Leute fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.